Okay, ich denke, wir alle kennen das klassische Einklinken bei grindintensiven RPGs wie Destiny, Outriders und Co., indem wir uns stundenlanges gehirntotes Farmen von Waffen antun, nur um die Chance zu haben, von der 31. Ausführung der gewollten Waffe endlich eine brauchbare zu erhalten. Ich sollte mich eigentlich für diese Zeitverschwendung schämen und mein Vater würde den Kontakt zu mir abbrechen, wenn er auch nur Wind davon bekommen würde, wie viel Zeit in sowas reingeflossen ist. Aber wer braucht schon Social Life, wenn man God Rolls hat? Mittlerweile ist es 2022 und ich denke, jede Waffe in Division wurde zusammengefasst. Gesammelt und jedes DLC in Destiny wurde gesunsettet, wodurch der Wunsch nach einem neuen Online-Looter-Shooter mehr als vorhanden sein sollte. Darf ich vorstellen, The First Descendant. First Descendant ist ein Third-Person-Looter-Shooter und vermarktet wurde das bewusst mit der Assoziation zu Destiny, Division und Co., wobei wir hierbei hoffentlich nur die positiven Aspekte mitnehmen und nicht das spätere Entfernen von kompletten Kampagnen. Entwickelt wird das Ganze in der Unreal Engine 5, um nicht in 2 Jahren als visueller Durchfall wahrgenommen zu werden, und abspielen soll sich The First Descendant in einer fiktionalen Sci-Fi-Welt. Ziel ist es, den Kontinent Ingris von einer Bedrohung zu beschützen, und wir spielen ein Descendant oder im Deutschen Nachfahre, ausgestattet mit unterschiedlichen Fähigkeiten und dem Inbegriff von Swag in der Fortbewegung. Richtig, ein Grappling-Hook. Sowohl Spider-Man als auch Tarzan haben Bus und Fahrrad den Rücken zugedreht und jeder, der Erfahrung mit einem solchen Tool hat, weiß, es gibt keine schönere Art, von A nach B zu gelangen. Im Trailer können wir uns erste Eindrücke von den Charakteren und Gegnern abholen und gerade bei den Charakteren wurden an Finesse-Punkten nicht gespart. Sei es Movement so flüssig wie mein Kontostand an dem ersten Tag im Monat, bei dem noch nicht 1000 Sachen abgebucht haben, eine Reihe an Fähigkeiten, die auf die unterschiedlichen Klassen angepasst sind, und es gibt eine Menge Klassen, derzeit viel mehr als man typischerweise in einem Reveal-Trailer einarbeiten würde, was entweder bedeutet, sie gingen all in mit dem, was sie zu bieten haben, oder sie haben im Studio einfach so einen riesen Ordner, quasi ein Giga-Ringhefter gefüllt mit zerstörungswütigen Killermaschinen, bei denen selbst die Predator eine Windelwechsel anfordern würden. Unter den schon präsentierten Klassen befindet sich ein Pyromant, eine Klasse, die den Weg des Eiswürfels für sich gewählt hat, eine mit hohem Movement und Blitzfähigkeiten, ein Haut drauf Guy und irgendwie Viper aus Valorant. Außerdem gibt es noch einen mit einem bionischen Arm und eine Dame mit einem Kittel, bei der man nur spekulieren kann, ob das nicht der Medic sein könnte. Eigentlich ein ziemlicher No-Brainer. Ich meine, natürlich ist es ein Medic, aber ich will hier eigentlich nichts festmachen, aber bestimmt ist es ein Medic. Im Trailer sehen wir auch, wie sich eines der Charaktere an einem Boss hochzieht, um eine Schwachstelle anzugreifen, was mir ziemlich intensive Dragon's Dogma-Vibes gibt, wobei dieses Spiel eher auf Fernkampf aufgebaut ist und dadurch diese Repositionierung eigentlich nicht zwangsläufig notwendig ist. Aber es wäre tatsächlich unglaublich cool, wenn das implementiert wird. Dragon's Dogma wurde quasi von dieser Funktion gecarried und ich finde es ein bisschen schade, dass ich dies noch nirgendwo anders gesehen habe. Reden wir kurz über den Zugang, und hier finde ich, wurde ein ziemlich intelligentes Statement gebracht, und zwar wird The First Descendant free to play. Persönlich finde ich, gerade für neue IPs dieser Art sind free to play Modelle wirklich die beste Art, ein Spiel an den Menschen zu bringen, und falls dieses Spiel nicht komplett versagt, wird es auch immer Spieler geben. Klar, es ist auch verbunden mit Ingame-Käufen, aber ich sag mal, jeder muss Geld verdienen, und solange diese Käufe aus Season Pässe und Cosmetics bestehen, finde ich es auch fair. Aber sind wir ehrlich, es ist ein MMO in Third Person und bei den Charakteren wird sehr die Optik gepflegt. Hier wird es massig viele Skins geben. Auch soll im Oktober eine Beta für Steam-Nutzer in Kraft treten. Derzeit leider zwar nur auf PC, aber an sich müssen ja auch MMOs auf allen Plattformen getestet werden, um nicht zu Release-Server-Probleme zu haben. Demnach können wir einfach mal davon ausgehen, dass auch Konsole ihre Momente haben wird. Aber releasen soll The First Descendant auf PC, PS4 und 5, der Xbox One und der Series S und X. Die Beta-Phase für PC läuft vom 20. bis 26. Oktober. Und ich verlinke euch die Seite, auf der man sich hierfür registrieren kann. Im Allgemeinen kann man sagen, sieht The First Descendant von den Inhalten, die wir bisher sehen konnten, ziemlich schick aus, und ich hoffe, dass die Qualität eingehalten wird, die es verspricht. Alles in allem wurden viele Punkte für den Erfolg abgehakt und eigentlich könnte nur noch aus technischer Sicht irgendwas schief gehen oder dieses Spiel hängt komplett in der Content-Dürre fest. Und ich denke, Anthem hat uns bedauerlicherweise bewiesen, dass kein Content ein Spiel schneller unter die Erde bringt als ein defekter Fahrstuhl. Jedenfalls, ja, wisst ihr, was euch nicht schneller unter die Erde bringt als ein defekter Fahrstuhl? Richtig, der Abo-Button unter diesem Video. Also falls du super cool bist, würde ich mich riesig freuen, wenn du den Ich trage unfassbare Coolness in mir Button drückst. Und bleibst auf dem Laufenden zu News, Reviews, Previews, zu releasenden Spielen. Und außerdem würdest du mir eine dicke Freude machen, wenn ich das nächste Mal meine Analytics schaue. Euch auf jeden Fall sonst noch einen unfassbar entspannten Tag. Fühl dich gedrückt, Leute, und hoffentlich bis bald.